چگونه و چگونه است عشق نام، عشق بی کلام و بی اجبار، عشق بی اجبار. کدام این دیدار بر من اثر می‌گذاره، هنگامی که خود می‌خواهم بیشتر اثر بگذارم. چه سال
Herzlichen Dank. Es ist uns eine große Freude, eine Ehre, heute für Sie, für euch spielen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir auch Ihnen eine Freude machen können mit unserer Musik und mit der persischen Lyrik. Das, was Sie zuletzt gehört haben, war ein Gedicht aus dem 14. Jahrhundert von Hafiz. Und er schreibt: Wenn du die Worte aus meinem Inneren hörst, dann sag nicht, dass sie falsch sind. Du bist nicht Kenner des Wortes und du kannst mein Herz nicht sehen. Und hier liegt der Fehler, mein Schatz. Dankeschön. Wir wollen auf jeden Fall hauptsächlich die Musik sprechen lassen, aber ab und zu erlaube ich mir, ein paar Gedichte zu übersetzen, ein paar Teile der Gedichte zu übersetzen. Wer mehr Hunger hat nach mehr Lyrik, darüber freue ich mich natürlich, der kann dann zu mir kommen und dann versorge ich Sie alle mit mehr Lyrik. Aber erstmal möchte ich jemanden noch auf der Bühne bitten. Sie sehen schon, wir sind zu viert, aber es gehört noch eine fünfte Person, ein Gastmusiker, den ich nicht mehr Gastmusiker nenne, sondern einen guten Freund und Mitglied. Normalerweise spielt er im Orchester bei den Berliner Philharmonikern, aber er gehört zu den... Okay, dann sage ich nur noch Martin Stegner. Das nächste Gedicht heißt As Ney von der Ney-Flöte. Höre dir die Geschichte der Ney-Flöte an, wie sie sich über die Trennung beklagt. Seitdem ich aus dem Röhricht herausgeschnitten wurde, bringen meine Melodien Mann und Frau zum Weinen. Und am Ende schreibt er: Mag die Sprache manches erklären, Liebe ohne Sprache macht es klarer. Thank you.
بازجوید روزگار وصل خویش. بشنو از نیچون حکایت می کند، از جدایی نفیرم مرد و زن نالیده. از نفیرم نالیده. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. La da da da, lulu bi di di ya da ya da, kulu bi di 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 ya da da, da la da 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 ya da 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 da, da la da 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 ya da 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 da, la yo do 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 di di di, la ya. هرچه گویم عشق را شر و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. Bye.
به هر سر شاخی پرنده کن. او ناله های گم شده ترکیب می کند از رشته های پاره صدها صدای دور. در پای همچو خطی تیره روی کور دیوار یک بلای خیالی می‌سازد، دیوار یک بلای خیالی می‌سازد. در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی و تیرگی شب دراز می گذرد. یک شعله را از Martin Stegner. Danke schön. Herzlichen Dank. Das war gerade der Titelsong unserer CD Phoenix, die letztes Jahr erschienen ist. Wir machen weiter mit den die allernächsten Stücke sind auch von dieser CD. Das nächste Stück heißt Chegunast. Meine Worte erreichen dein Herz, meine Melodien lindern deinen Schmerz. Wie kann das sein? قلبت راه میابند چگونه است و کلامم تسکینت میدهد چگونه است. در آنچه میکنم خود نمیکنم، چه نمیکنم خود نمیکنم، چگونه است.
تسکینت میدهد چگونه است هر آنچه میکنم خود نمیکنم هر آنچه میکنم خود نمیکنم چگونه خاطر آن که به من عشق می‌ورزد زنده Tobias Backhaus. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was Sie für ein Bild von dem Iran haben, aber Iran ist auf jeden Fall auch das Land der wunderschönen Poesie und der schönen und starken Frauen. Ich rede gerade von einer ganz besonderen Frau, Furuch Farrukhzad, eine Dichterin, die viel zu früh gestorben ist, mit 32 schon. Aber sie hat, oder immer noch, sie inspiriert und hat ganz viele Frauen inspiriert. Sie ist die bekannteste Dichterin der persischen modernen Lyrik. Und ihr habe ich das Album Phönix gewidmet. Und jetzt kommen zwei Gedichte von ihr. Das erste Gedicht ist ein Liebesgedicht, oder? Auf Top spielen wir zuerst, ne? Die Sonne geht auf, du erscheinst und ich freue mich und genieße diesen Moment und vergesse komplett alles, was hinter mir ist und was mich vielleicht in schlechter Stimmung bringen könnte. Und das zweite Gedicht ist ein sehr trauriges Gedicht, das hat sie für ihren Sohn geschrieben. Sie hat mit 16 geheiratet, mit 17 kam ihr Sohn zur Welt, mit 19 hat sie sich scheiden lassen, ihr Sohn war 2 Jahre alt und im Iran ist das so, dass das Sorgerecht immer automatisch an den Vater geht und in diesem Fall hat der Vater ihr leider nicht erlaubt, dass sie ihren Sohn jemals wiederseht. Für dich. Am Ende schreibt sie, wenn du diese meine Zeilen liest, dann wirst du wissen, wer wirklich deine Mutter gewesen ist. چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود نگاه خراب می شود
Benedikt Jane.
زیر صد که چشم تو با حسرت لغزد بر این ترانه دردآلود، جویی مرا درون سخنهایم، گویی به خود که مادر من او بود. بگذار تا دوباره شود لبریز چشمان من ز دانه شبنم ها. Am Kontrabass, Ralf Schwarz. Herzlichen Dank. Bevor wir unser letztes Stück spielen, möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken bei Ihnen allen, dass Sie hier sind und uns zuhören beim Festival, und natürlich ganz besonders auch an Nils Landgren. Ein herzliches Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Und auch noch mal ein Dankeschön an die Mitmusiker, die mich seit so vielen Jahren schon begleiten. Wir beide haben die Band gegründet. Einen Applaus bitte für Benedikt Janel am Klavier. Der nächste Musiker begleitet mich schon seit 23 Jahren immer wieder durch Höhen und durch Tiefen, durch ganz viele verschiedene Projekte. Ein ganzes großes Dankeschön an Ralf Schwarz am Kontrabass. Ich würde sagen, er ist einer der beliebtesten Schlagzeuger in Berlin im Moment. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm und überglücklich, dass er seit November mit uns spielt. Einen ganz großen Applaus für Tobias Backhaus am Schlagzeug. Vorhin hat er mich nicht ausreden lassen, da wollte ich sagen, einer der vielseitigsten Bratscher, die ich kenne, und da würde ich jetzt sogar weltweit sagen. Ein Applaus für Martin Stegner. Und wir verabschieden uns mit einem Stück, was wir schon seit 2007 spielen. Temporary hieß es, als wir damit gearbeitet haben, vergänglich. Jetzt heißt es Gozaro, das gleiche Wort, vergänglich. Manchmal ist es schön und manchmal ist es schade.
در میزنی. از کجا میدونستی که من خونم؟ اصلا درو برود باز نمی کنم. به تو میگم دیگه در نزن، از تو میخوام دیگه در نزن، دیگه در نزن. وقتم پر ارزشه، من به تو نمیدم، وقتم پر ارزشه، حیف بدم به تو. Tobias Backhaus, Ralf Schwarz, Benedikt Jane. Herzlichen Dank. Und Zilin Samarbati. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wir sind noch hier. Ich hoffe, Sie alle auch noch. Wir werden auch noch Karten verteilen. Also verteilen, nee, so viele haben wir leider nicht. Aber die Ersten, die kommen, die kriegen eine Karte und können sie dann wieder abgeben. Das erkläre ich dann vor Ort. Also kommen Sie am besten einfach zu uns danach. Dann muss ich das jetzt nicht alles erklären. Wir spielen unser letztes Stück, Ashkor. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich. Und ich würde sehr gerne den Nils Landgren auch nochmal einladen, mitzumachen. Ich hoffe, dass er seine Posaune findet und mit dabei ist. Ja, ich sehe ihn. Ich freue mich sehr. Einen Applaus nochmal für Nils Landgren. Die letzte Strophe von dem Stück heißt: Dankbar weine ich jede Träne, tauche tief hinab ins Meer, lass mich schwimmen eine Weile, suchen nach dem Grund dafür. گذاشتم امروز اندوهم خود را بنماید، دردم با هنگ گرم تو جاری Thank you.
Nils Lanke. Dankeschön.